Herzlich willkommen bei Connector Talk der Schweizerischen Post und von PostFinance. Mein Name ist Eileen Zumstein und ich begrüße Dr. Pia Furchheim. Sie ist Dozentin und stellvertretende Studiengangsleiterin des CAS Behavioral Insights in Marketing an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zu einem Gespräch zum Thema nachhaltiger Konsum. Pia, immer wie mehr Konsumenten legen Wert auf Nachhaltigkeit bei Produkten, ein Trend, dem die Pandemie auch noch zusätzlichen Aufschwung verliehen hat. Und gemäß der Changing Consumer Priority Studies der Unternehmensberatung Alix Partners von diesem Jahr sind es 31% der Verbraucherinnen und Verbraucher aus unserem Nachbarland Deutschland, die größeren Wert auf Nachhaltigkeit im Kaufverhalten legen. Was heißt es jetzt eigentlich, nachhaltig konsumieren? Reicht es, wenn man nachhaltig ausgewiesene Produkte kauft oder braucht es da mehr dazu? Also ich würde sagen, Nachhaltigkeit heißt vor allem Achtsamkeit, ein achtsamer Umgang mit Produkten, mit Lebensmitteln. Das heißt natürlich, darauf achten, was kaufe ich, wo kommen die Produkte her, wie wurden sie hergestellt. Aber es heißt auch, darauf zu achten, wie viel konsumiere ich, wie lange konsumiere ich ein Produkt. Und das wird häufig vergessen. Häufig fokussieren wir uns auf den Zeitpunkt, auf den Kauf. Wir achten darauf, auf Bio-Labels, auf nachhaltige Labels. Aber wir vergessen häufig dabei, die Dinge, die wir schon haben, die zu nutzen, lange zu nutzen. Nachhaltig sein heißt auch, Dinge zu reparieren. Möglicherweise ein Handy länger zu nutzen und nicht sofort aufs neueste Modell aufspringen. Das ist für mich Nachhaltigkeit, ein achtsamer Umgang mit wertvollen Ressourcen. Ich habe eingangs ein paar Zahlen aus Deutschland genannt. Wie sieht es in der Schweiz aus? Wie nachhaltig sind Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten? Also hier zeichnet sich ein ähnliches Bild. Schaut man einmal Studien, die sich mit Einstellungen und Verhaltensabsichten auseinandersetzen, so sieht man, Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Schweizer Gesellschaft angekommen. Ein Großteil der Schweizer legt Wert auf den Punkt Nachhaltigkeit bei ihren Kaufentscheidungen. Ein Großteil ist bereit, mehr dafür zu bezahlen, für zum Beispiel Bio-Labels. Und man sieht das auch am Marktangebot. Also allein der Markt für Bio-Lebensmittel ist rasant gestiegen in den letzten Jahren und hat im Moment ein Marktvolumen von mehr als 3,9 Milliarden Schweizer Franken. Weltweit liegen wir da auf Platz 2, direkt hinter Dänemark. Also diese Zahlen allein, die stimmen eigentlich positiv, ja. Aber es gibt immer ein kleines Aber. Das Konsumniveau ist nach wie vor zu hoch. Wir konsumieren, wir kaufen einfach auf einem zu hohen Level und damit kommt natürlich auch ein sehr hohes Müllaufkommen. Und auch hier ist leider die Schweiz unter den Spitzenreitern weltweit. Pro Kopf Müllaufkommen steigt massiv und Konsum ist einer der Gründe. Less fast, more slow. Pia, wie können wir uns nachhaltig im Alltag verhalten? Wo setzt man da an und woran können wir uns orientieren? Ich würde sagen, Nachhaltigkeit beginnt mit vielen kleinen Schritten. Natürlich ist das auch eine Sache, welche Produkte wähle ich aus. Aber ich würde empfehlen, mich an drei einfachen Worten zu orientieren, die auch mit Nachhaltigkeit assoziiert werden. Reduce, reuse, recycle. Das erste, reduzieren, das Konsumlevel reduzieren. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste für uns. Impulsen widerstehen, direkt zu kaufen. Das bedeutet möglicherweise nochmal nachzudenken, brauche ich das Produkt wirklich? Muss ich ein Produkt kaufen? Wie oft nutze ich das überhaupt? Wenn man alleine mal schaut, die Schweizer kaufen im Schnitt im Jahr 60 neue Kleidungsstücke. Und 40% aller unserer Kleider werden nie oder nur ein- bis zweimal getragen. Das ist eine riesige Verschwendung. Das heißt, wir sollten anfangen zu reflektieren, was wir haben und wie wir konsumieren. Und man sollte auf Langlebigkeit achten, Produkte reparieren. Und wenn man sie selber wirklich nicht mehr haben möchte, weitergeben, verkaufen oder verschenken. Also Nachhaltigkeit ist eine Summe aus dieser Vielzahl dieser kleinen Schritte. Wie nachhaltig kann der Markt überhaupt sein, wenn er sich letztlich
wenn er letztlich von unserem Konsum lebt. Gibt es überhaupt einen Markt für echte Nachhaltigkeit? Ja. Das ist die Gretchenfrage. Tatsächlich muss man sagen, in der jetzigen Situation, wenn wir so weiter konsumieren, Wegwerfgesellschaft, da schließen sich die Begriffe eigentlich aus. Da hilft es auch nicht, ein nachhaltiges Produkt zu kaufen, wenn es bedeutet, dass ich noch funktionierende Produkte wegwerfe oder einfach im Keller verlagere. Der Weg zu einem nachhaltigen Markt bedeutet ein Umdenken von allen. Konsumenten müssen ihre Konsummuster ändern. Wir müssen davon anfangen, Produkte wertzuschätzen, länger zu konsumieren. Und Unternehmen müssen neue Wege gehen. Sie müssen neue Geschäftsmodelle ausprobieren. Also schon alleine die Frage, müssen wir noch Produkte kaufen oder reicht es nicht, diese zu mieten? Auch das ist ein Weg, Produkte länger im Kreislauf zu behalten. Und Wege wie Kreislaufwirtschaft. Das ist ein ganz klares Ziel, wo wir hin müssen, die wertvollen Ressourcen, die wir haben, so lange wie möglich in einem geschlossenen Kreislauf behalten, um sie nutzbar zu machen. Pia, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Gerne könnt ihr den Talk bewerten. Herzlichen Dank für euer Interesse. Eileen Zumstein für Connector Talk der Schweizerischen Post und vom PostFinance.